Ungewiss über das Schicksal seiner Schwester betritt ein Junge Limbo. Entschuldigen Sie mal, das soll Kunst sein? Sie haben ja nur ein Bild von einem Kind aufgehangen, das von einer riesigen Spinne aufgespießt wird. Also sagen Sie mal... Nein, es ist so viel mehr als das. Lassen Sie mich erklären. So, ihr Früchtchen, reden wir mal über meine zwei Lieblingsthemen. Ich meine Kunst und Videospiele. Vor allem, ab wann sind Spiele eigentlich Kunst? Moment, mein Kanalintro kam gerade erst. Ich will das noch weiter erklären. Es geht mir darum, dass Spiele von uns Gamern als Kunst bezeichnet werden, aber wir sie meistens nur wie einfache Unterhaltung behandeln. Zu sehr möchte ich damit auch gar nicht ins Detail gehen, denn Kunst ist unglaublich schwierig, wenn es um genaue Definitionen geht. Ich möchte eher mit ein paar Fehlinterpretationen aufräumen und meinen Analysevorgang visuell und so anschaulich es geht erklären. Vor allem, weil noch viele Analysen von mir kommen sollen und ich will nicht jedes Mal die Basis dafür schaffen müssen. Also, ab wann ist ein Spiel Kunst? Ich vergleiche das Ganze mal mit einem Fach aus der Schule, das mir den Spaß am Lesen verdorben hat. Der Deutschunterricht. Ich persönlich bin kein Fan von Texten, aber ich denke, das System kann ich besser mit Geschichten als mit Bildern erklären. Denn Bilder kann man auch analysieren, aber das ist teilweise sogar richtig mathematisch. Also stellen wir uns einfach mal jemand Kreatives mit einer Idee vor. Diese Idee ist der Kern des Projekts. Das Thema oder eine Prämisse rund um ein Thema in den meisten Fällen. Die Autorin möchte, dass eine gewisse Message, ein Gedanke oder ein Gefühl die Leser erreicht. Jetzt könnte sie einfach in einer Passage sagen, was das Thema ist, doch das wäre nicht wirklich interessant. Unsere Autorin möchte die Menschen zum Denken anregen. Und die Menschen möchten denken. Nicht umsonst lieben wir Mystery Stories und Denkspiele so sehr. Es sollte also ein Mysterium um diesen Punkt aufgebaut werden. Er selbst ist nicht zu sehen. Keine Figur in dem Werk spricht es genau aus. Doch die visuelle Gestaltung des Werkes umkreist das Thema, der Sound sagt uns, dass da etwas ist, und die Story rückt uns in die richtige Richtung. Wir als Betrachter sehen das Thema nicht. Wir sehen nur die umliegenden Aspekte und können unsere Schlüsse ziehen. Gerade dadurch verinnerlichen wir das Thema auch viel mehr. Es ist ein Zusammenspiel aus dem, was der Autor uns gibt und was wir in unserem Kopf daraus machen. Das ist meiner Meinung nach der Unterschied zwischen etwas angenehm Ästhetischem und Kunst. Kunst muss nicht schön sein. Kunst ist kein anderer Begriff für gut. Es hat für gewöhnlich keinen Sinn, in ein Museum zu gehen und immer wieder, also für mich ist das keine Kunst, zu murmeln, nur weil du dir das Bild vielleicht nicht in deine Wohnung hängen würdest. Aber es gibt da auch noch so wirtschaftliche Aspekte, die jetzt wirklich zu weit gehen würden. Aber gehen wir lieber auf ein konkretes Beispiel ein. Auf ein Videospiel, um genau zu sein. Um dieses Konzept nämlich einmal anschaulich erklären zu können, ohne allzu pseudo-künstlerisch zu werden, habe ich mir das perfekte Spiel ausgesucht. Ein Rätselplattformer namens Limbo. Und genau so startet das Spiel. Ohne Startbildschirm, Intro oder irgendeine Erklärung zur Steuerung. Den Satz, dass wir Limbo betreten haben, weil wir wohl unsere Schwester suchen, lesen wir auch nur beim Kauf des Spiels. Die ersten Schritte, die wir machen, nachdem unser kleiner Protagonist aufgewacht ist, möchte ich euch einmal genau zeigen. Das Pacing beginnt sehr vorsichtig. Wir stehen langsam auf und können uns auf einer weiten Strecke an die Grundsteuerung gewöhnen. Also, wie fühlt sich das Laufen und Springen an? Und wie gefährlich ist es eigentlich, in solche Löcher zu fallen? Nachdem wir auch noch das Greifen und Objekte bewegen begriffen haben, wissen wir im Grunde alles, was wir wissen müssen. Die Steuerung mag einem sehr simpel vorkommen, da sie für die Spielenden nur aus Laufen, Springen und Greifen besteht. Aber gerade für einen Plattformer ist der Junge sehr komplex aufgebaut. Er fühlt sich durch seine Animation und vor allem Programmierung sehr lebendig an. Er streckt beispielsweise die Arme in die Richtung von Objekten aus, bevor man überhaupt die Taste dafür gedrückt hat. Gerade beim Klettern nimmt einem das Spiel dadurch viel Arbeit ab, was beim Spielen einen sehr fließenden Effekt hervorruft. Aber das Offensichtlichste habe ich noch gar nicht richtig angesprochen. Den Artstyle. Limbo basiert wortwörtlich auf seinem Artstyle. Schon die ersten Konzepte erinnern an Schattenspiele mit schwarzen Scherenschnitten.
Dabei wird eine helle Lampe genommen und weißes Papier oder Stoff in einer gewissen Entfernung davor aufgespannt. Ausgeschnittene Figuren können nun vor die Leinwand gehalten werden, um ihre Silhouetten darauf sichtbar werden zu lassen. Umso näher man sie an die Fläche hält, umso schärfer werden sie und umgekehrt sind weit entfernte Objekte unscharf. Alles, was in der Welt zu sehen ist, wird also durch diese Umrisse angedeutet, was viele Möglichkeiten bietet, Dinge vielleicht mit etwas aussehen zu lassen, das gar nicht da ist. Oder wiederum anderes zu verstecken. Das sehen wir sogar schon recht früh. Zuerst noch verschwommen werden diese zwei Bärenfallen sichtbar. Es wird kein Zufall gewesen sein, dass ihre Silhouette der des Grases ähnelt. Wobei man hier schon stark von diesen Schmetterlingen abgelenkt sein muss, um direkt reinzurennen. Aber diese weißen Elemente in der Umgebung sind auffällig. Theoretisch wären sie bei einem realistischen Schattenspiel nämlich nicht möglich. Es kann ja nichts heller als die Leinwand sein. Deswegen fallen uns auch die Augen unseres Protagonisten so auf. Charaktere ohne zumindest angedeutete Augen können sehr mysteriös wirken. Also können wir uns zu Beginn des Spiels wundervoll mit diesem Kind in einer unheimlichen Schattenwelt identifizieren. Und auch wenn er seine Augen nicht bewegt, zeigt er uns durch seine Kopfneigung trotzdem, wo sich interessante Objekte befinden. Oder interessante Wesen. Aber dazu kommen wir später. Limbo schafft es, die Spieler schon sehr früh zu verstören. Wenn die Gestaltung bis hierhin nicht schon gruselig genug war, schaffen es vielleicht die Tode, die wir sterben, die abartigen Dinge, die wir tun müssen, oder die einprägsamen, ekligen Gegner für diese Stimmung zu sorgen. Nachdem wir schon so viel durchstehen mussten, ist es eine positive Überraschung, endlich mal jemand Menschliches zu sehen. Oh. Doch keine Sorge, wir finden noch echte Kinder. Auch wenn wir uns sofort wünschten, dass wir es nicht getan hätten. Zudem haben sie im Gegensatz zu uns keine Augen. Hat das etwas zu bedeuten? Oder sollen wir sie nur nicht einschätzen können? Werden uns wieder Informationen vorenthalten? Generell gibt der Umstand, dass alle menschlichen Charaktere im Spiel Kinder sind, dem Spiel das gewisse Etwas. Denn nicht nur unterstützende Elemente sind wichtig, sondern auch brechende. In diesem Fall die Unstimmigkeit zwischen Charaktergestaltung und Brutalität. Alle Figuren im Spiel sind Kinder, aber nicht nur das, sie sind auch verniedlicht dargestellt. Ihre Köpfe sind im Vergleich zu ihren Körpern ziemlich groß. Und das Verhältnis von Körper zu Kopfgröße ist einer der Hauptfaktoren für das bedrohlich oder Niedlichkeitsempfinden. Solche Kinder also brutal sterben und selber sogar brutal töten zu sehen, sorgt beim Spielen für ein sehr mulmiges Gefühl. Verknüpfung der Horrorthematik mit eher kindlichen Elementen wird deswegen auch allgemein häufig in Filmen genutzt. Wer kennt nicht die gruseligen Clowns oder die klischeehafte Spieluhrmusik, die spielt, wenn das Monster kurz davor ist zuzuschlagen? Wir Zuschauer mögen halt die Würze in unseren Geschichten. Die Zitronenschale in unserem sonst nicht zitronigen Essen. Okay, ich bin keine Köchin. Aber betrachten wir die visuelle Gestaltung noch mal etwas allgemeiner. Wir bleiben nämlich nicht nur in einem Wald, sondern durchstreifen verschiedene Settings, bei denen uns die Kamera immer wieder neue Szenerien erleben lässt. Es passiert so gekonnt, dass es einem bewusst meist gar nicht auffällt, aber wir haben nicht nur die Parallaxebewegung, bei der Vordergrund- und Hintergrundelemente verschieden schnell an einem vorbeiziehen, sondern die Kamera zoomt je nach Situation immer wieder ein und aus. Es ist ein unglaubliches Zusammenspiel aus vielen überlappenden Movements und unsere Augen genießen es. Limbo ist visuell eben absolut rund. Der Wandel von Natur zu modernen oder heruntergekommenen Industriebauten ist fließend. Und trotz häufig wiederholter Assets durch die neuen Strukturen immer spannend zu erkunden. Als Animatorin komme ich auch nicht drum herum, die hervorragende Animationsarbeit zu bewundern. Die Bewegung passt zum visuellen Stil, da sie eher puppenartig ist. Aber trotzdem ist sie flüssig und schnell genug, um praktisch spielbar zu sein. Bei einer Figur kommt die gestalterische Qualität des Spiels nochmal besonders zur Geltung. Aber dafür müssen wir noch einmal zurückspulen. Diese Spinne vereint viele bereits erwähnte Elemente. Viele überlappende Papierpuppenbewegungen der Beine und das ohne Augen oder dass sie sofort ganz erkennbar wäre. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so viele lange und gefährliche Beine, die hinter einem Baum hervorschnellen, finde ich viel gruseliger, als stünde plötzlich eine gut sichtbare Spinne vor mir. Ich habe nicht einmal Angst vor Spinnen, doch selbst ich konnte mich unglaublich vor ihr erschrecken. Und sehr ekeln.
Doch das insbesondere durch den Einsatz von Sounds. Schritte, Wind, Umgebung, Gewalt. Das Sounddesign in Limbo ist ein perfekter Verstärker der visuellen Reize. Selbst die Musik lenkt wenig vom Geschehen ab und kommt einem eher wie eine Art Hintergrundrauschen vor. Sehr häufig hören wir das hier. Diese Geräusche werden immer wieder aufgebaut, begleiten einen eine Weile und enden dann abrupt beim Interagieren mit Levelelementen. Es ist ein wenig so, als würden diese Störgeräusche so lange aufrechterhalten werden, bis man sich an ihre Anwesenheit gewöhnt hat. Die Spielenden dann plötzlich mit dieser Stille zu überraschen, sorgt für ein gewisses Unbehagen, als würde auf einmal etwas fehlen. Dieses Konzept finden wir auch in der Levelgestaltung bzw. der Story wieder. Kaum einer würde behaupten, diese mörderischen Kinder zu vermissen. Doch nach einer Verfolgungsjagd, bei der sie überlistet werden mussten, ist man allein. Kein Mensch weit und breit. Dass man so lange allein gelassen wird, hat einen Grund. Um einen der Entwickler mal frei übersetzt zu zitieren: Man sollte diese Einsamkeit spüren, sodass am Ende, wenn man die kleine Schwester trifft, die Wirkung umso größer ist, weil es so wirkt, als hätte man so lange keine Menschen mehr gesehen. Ein scheinbar nettes kleines Mädchen. Und umso frustrierender ist es, dass wir sie nicht erreichen können. Und frustrierend ist ehrlich gesagt eine gute Beschreibung für das Gameplay. Grob erklärt ist Limbo ein Rätselspiel, das sich wie ein Plattformer steuert. Die Rätsel basieren häufig auf der Ingame-Physik und Timing und einem das Spiel will mich tot sehen Prinzip. Es erinnert dabei häufig an Spiele wie I Wanna Be the Guy, bei dem unfaire und überraschende Tode den Humor des Spiels ausmachen. Hierbei ist es nicht ganz so übertrieben, aber es gibt viele Momente, in denen man sich schon denken kann, wie die Entwickler sich darauf freuten, ihre Testspieler sterben zu sehen. Aber gerade weil sie so wichtig sind, sind Tode nicht wirklich bestrafend. Von der Ästhetik her geben sie viel her. Ein ekliger Sound und brutale Animation. Es ist die Faszination des Grauens. Und auch wenn einem der Junge leid tut, sieht man es sich eigentlich immer an. In gewisser Weise rettet das audiovisuelle Feedback das Spiel, denn ganz ehrlich, die Rätsel sind alles andere als gut. Es gibt zwar keine wirklichen Regeln für das Gestalten von Rätseln und Herausforderungen in Games, aber es gibt Gründe, warum viele Rätselspiele ähnliche Setups nutzen. Da wäre zum Beispiel das Raumprinzip. Die meisten Puzzle-Games nutzen klar abgetrennte Abschnitte. Das können typische Level oder wirkliche Räume sein. In diesem Kontext verstehen wir als Spieler, dass alles, was sich in diesem Raum befindet, wohl zum Rätsel gehört. Wir würden nicht auf einmal zurück in den vorherigen Raum rennen, weil da vielleicht etwas Nützliches mitgenommen werden könnte. Bei Limbo ist das jedoch anders. Hier rennen wir durchgängig durch die Welt und finden die Rätsel auf dem Weg. Es gibt keine klare Abtrennung, weshalb im Kopf der Spieler häufig ein aus den Augen, aus dem Sinn denken entsteht. Dieses ist nur leider falsch. Wollen wir die riesige Spinne besiegen, müssen wir einen Bildschirm zurückrennen, um die Falle zu holen. Wollen wir über diesen Teich, müssen wir zurückrennen und diesen Baumstamm runterschmeißen. Wollen wir über die Falle, müssen wir zurückrennen und eine Leiche hineinschmeißen. Viele Physikrätsel sind leider auch sehr repetitiv. Sie basieren häufig darauf, dass wir etwas hin und her schwingen müssen. Und auch das mit dem Timing macht nicht immer Spaß. Versteht mich nicht falsch, dieses Spiel ist nicht unfair oder besonders schwer. Aber der Fachbegriff für diese Art von Rätsel ist wohl einfach nervig. Viele gefundene Lösungen enden mit einem "Ach, das geht also auch?" oder "Das hatte ich gar nicht gesehen." Wirkliche Freude kommt selten auf. Doch die Sache ist die, das macht das Spiel nicht schlechter. Um nochmal auf meine Aussage vom Anfang des Videos zurückzukommen, Kunst ist kein Synonym für gut. Damit ein Spiel Kunst ist, muss es also keinen Spaß machen. Es geht um das Thema und dieses wird nicht mit Spaß unterstützt. Jedenfalls nicht bei Limbo, bei dem wir uns in einer Albtraumwelt befinden. Es geht darum, dass Dinge nicht so funktionieren, wie wir zunächst denken. Dass wir immer wieder nervige Arbeiten verrichten müssen. Und dass das, was wir haben wollen, uns nicht einfach so gegeben wird. Es geht immer um den Kern.
Ich weiß nicht, ob jedes dieser Rätsel wirklich genau mit diesem Ziel designt wurde, aber es gibt genügend Situationen, bei denen es definitiv so ist. Zum Beispiel, nachdem wir als kleiner Spinnensnack verpackt wurden und aber auf dieser Kugel zur anderen Seite balancieren müssen, während uns das riesige Vieh auf einmal auf die Pelle rückt. Oder als wir dem steigenden Wasserstand entkommen müssen, während wir versuchen, uns den Weg nach oben zu bahnen. Oder wenn wir der Spinne nach all den Strapazen ihr letztes Bein ausreißen und sie aufspießen müssen, um über diese Schlucht zu kommen. Wir müssen wirklich viele Dinge tun, die kein Kind tun wollen würde. Aber am Ende, nachdem wir selbst die Gesetze der Physik auf die verschiedensten Arten brechen mussten, erreichen wir endlich unsere Schwester. Nur damit das Spiel endet und uns mit noch mehr Fragen zurücklässt. Doch was ist nun mit der Story? Haben wir unsere Schwester nun wirklich gefunden? Aber warum hat sie keine Augen? Sind wir tot? Ist sie tot? Warum sieht der Startbildschirm nun so aus, als lägen dort zwei verwesene Leichen? Es gibt so viele Theorien darüber, was Limbo bedeuten könnte oder uns sagen soll. Aber an dieser Stelle würde ich einfach gerne das Zitat von vorhin etwas erweitern. Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, wenn es spezifisches Storytelling hat. Das interessiert mich nicht wirklich. Es ist wichtig, diese speziellen Gefühle zu haben. Es geht um Gefühle. Darum, was wir während des Spielens erleben und was das mit uns macht. Das Storytelling liegt nicht im Fokus, doch die Tatsache, dass es so viele Theorien gibt, ist nur ein weiterer Beweis dafür, wie ein bisschen Software uns zum Denken anregen kann. Na jetzt hören Sie aber mal auf, unser Museum hier mit Ihrem Quatsch vollzustellen. Also unerhört. Naja, ein bisschen dauert das wohl noch, bis das Potenzial von allen anerkannt wird. Vielleicht hilft dieses Video ja dabei, also wenn du es teilen würdest, wäre das unglaublich nett. Wenn du solche Videos früher sehen und Bonusmaterial bekommen möchtest, so wie diese netten Leute hier, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Ansonsten hilft wie immer liken, kommentieren und abonnieren.